Acer Nitro 5 AN517-54961E Gaming Laptop. Könnte sich dieser Zocker-Laptop für dich lohnen oder nicht? Darum soll es in diesem Video gehen. Das Amazon-Angebot dazu werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Gaming-Laptops haben vor allem einen entscheidenden Vorteil im Vergleich zu Gaming-Rechnern. Sie sind flexibler. Wenn du also der Zocker bist, der mal im Zimmer an dem Platz, mal im Bett, mal am Schreibtisch zocken will, vielleicht mal im Wohnzimmer, unterwegs, im Zug, irgendwo in der Bibliothek, zu Besuch bei Freunden, Familie. Wenn dir das viel wert ist, dann ist ein Gaming-Laptop für dich tendenziell interessant. Wenn du eher der Zocker bist, der eh immer am selben Platz spielt, dann würde ich dir eher das typische Gaming-Setup empfehlen mit Gaming-Rechner und vielleicht mehreren Bildschirmen. Aber wenn du jetzt wirklich jemand bist, der auf Flexibilität aus ist, dann kann sich so ein Gaming-Laptop für dich auf jeden Fall lohnen. Dieser hier ist schon sehr leistungsstark. Acer dürfte dir auch ein Begriff sein, was jetzt so Technik bzw. Gaming-Zubehör anbetrifft. Wir haben hier sehr starken Prozessor und sehr starke Grafikkarte am Start. Damit lassen sich auch neuartige Titel auf jeden Fall gut spielen. Theoretisch könntest du auch streamen mit so einem Laptop, wenn du jetzt eine schnelle Internet-Verbindung hast. Wobei, auch beim Stream bin ich persönlich eher der Freund davon, dieses typische Setup, also Desktop-PC und Monitore zu haben. Ja. Aber theoretisch könntest du mit so einem leistungsstarken Zocker-Laptop auch streamen, vielleicht für den Anfang oder was weiß ich. Ja. Genau, ja, die ganzen technischen Eigenschaften kannst du dir selbst alle mal anschauen, hier mit dem Prozessor Intel Core i9-11900H, 2,1 GHz bis zu 4,9 GHz Burst-Frequenz, Display dank dem FHD-Bildschirm erleben sie gestochen scharfe Bilder, hast sogar eine Webcam, ordentlich Speicherplatz und Arbeitsspeicher, Grafikkarte, wie bereits gesagt, die ist schon sehr stark, kannst also auch moderne, neuartige Spiele flüssig spielen. Akkulaufzeit bis zu 8 Stunden. Ja, musst du halt wissen, ob dir das reicht oder nicht. Gaming-Laptops sind so eine Sache. Also die einen Zocker mögen die, aber es gibt auch viele Zocker, die eher so dieses Desktop-Setup auswählen. Ja, das muss jeder im Endeffekt selbst wissen. Was jetzt das Preis-Leistungs-Verhältnis anbetrifft von den technischen Komponenten, also von der Ausstattung dieses Laptops quasi, finde ich, ist das ein faires Angebot. Ob du das genauso siehst, ist natürlich deine Sache. Das Amazon-Angebot zum Acer Nitro 5 Gaming Laptop verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Bei Interesse einfach mal einen Blick darauf werfen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Zocken. Alles Gute, ciao, ciao.